Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Direkt am Anfang. So, jetzt aber hoffentlich ohne Unterbrechung. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja, bei mir war es zwar ein bisschen auch anstrengend und ne, wir hatten ja unseren Chorgeburtstag gefeiert, aber es war auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, man sieht auch meine Müdigkeit mir noch ein bisschen an. Aber ich dachte mir, ich drehe euch jetzt ein ganz, ganz schnelles, kurzes Video. Ich hatte bei der lieben Michelle, ihr Kanal heißt Loves Being a Woman, kann ich auch gerne nochmal verlinken, ist auch eine ganz, ganz liebe YouTuberin, die hat jetzt dieses Ask Me Video gemacht und ja, da durften ihr dann alle Zuschauer, Abonnenten Fragen stellen, die ihnen auf den Herzen lagen und sie hat sie dann ein paar Tage später beantwortet und ich dachte mir, weil ihr mir ja auch oft Fragen stellt, unter meinen Videos auch oft die gleichen Fragen und manchmal ist man ja nicht so schnell und oder übersieht auch manche Fragen, dachte ich mir, nutze ich jetzt dieses Video. Also ihr dürft mir jetzt Fragen stellen, was euch interessiert über meine Person, keine Ahnung. Stellt mir eure Fragen hier unter diesem Video und ich werde sie dann, ich denke, ich werde das bis Sonntag laufen lassen und dann seht ihr irgendwann in der Überschrift geschlossen. Wenn da geschlossen steht, dann bitte keine Fragen mehr stellen. Man kann ja irgendwann nochmal ein anderes Ask Me Video machen. Ja, ich würde sagen, vom Prinzip her ja ganz einfach. Ihr stellt mir eure Fragen und ich werde dann natürlich die Fragen, die mir zu privat sind, das werde ich dann aber auch im Video erwähnen, die werde ich natürlich dann nicht beantworten, aber ich denke mal, ihr habt bestimmt ganz, ganz viele Fragen, die ich beantworten kann. Ich hoffe natürlich, ja, würde mich freuen, wenn ich ein paar Fragen unter diesem Video hier lesen kann und dann wird auch nächste Woche irgendwann das Antwortenvideo kommen. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Ganz schnell vielleicht. Ich habe vor 2 oder 2,5 Wochen einen neuen Lippenpflegestift entdeckt bei Rossmann. Von der Rossmann Eigenmarke Isana. So sieht er aus. Fruit and Gloss. Schimmernde Feuchtigkeitspflege. Das ist dieser rote hier. Und hinten steht drauf 10 Basis. Da. Sind 4,8 Gramm drin, hat glaube ich keine 2 Euro gekostet. Ist mit Vitamin E, Traumkernöl, ohne Konservierungsstoffe und der hat so einen ganz, ganz tollen Glanz, seht ihr das vielleicht, so einen tollen Schimmer und den benutze ich im Moment nur und ja, also ich wollte euch den nur kurz zeigen, weil ich den wirklich klasse finde, wäre vielleicht noch nach einem schönen, der schmeckt so ein bisschen fruchtig, nicht zu süß, weil zu süß mag ich auch nicht und ihr seht, der gibt jetzt nicht Farbe ab oder so, aber ja, einen richtig tollen Schimmer, ich habe ihn ja jetzt auch gerade auf den Lippen. Spendet sehr, sehr gut Feuchtigkeit und ja, schaut ihn euch an, falls ihr Interesse habt. Das nur am Rande. Und jetzt freue ich mich schon auf eure Fragen und würde sagen, ich wünsche euch jetzt ja, eine schöne Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Nadine.